Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch einen Tomaten-Couscous-Salat in unserem Forum gefunden, den wir jetzt gemeinsam hier zubereiten. Den könnt ihr warm essen, den könnt ihr lauwarm essen, den könnt ihr kalt essen, den könnt ihr als Hauptgang essen, den könnt ihr als Beilage zum Beispiel zu einem Curry essen. Wie auch immer, er schmeckt wahnsinnig fruchtig, so wurde es mir versprochen und so viele Tomaten wie da drin sind, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und vor allen Dingen ist es überhaupt nicht viel Arbeit. Also legen wir direkt los, Tomaten-Couscous. Ich habe euch schon mal 70 Gramm Zwiebel vorbereitet, das ist hier so eine halbe große. Dann kommt eine Knoblauchzehe in unseren Topf und das hier, das sind 50 Gramm getrocknete Tomaten. Allerdings holt ihr da bitte die ohne Öl. Es gibt ja auch eingelegte getrocknete Tomaten, aber das hier sind halt wirklich die nicht eingelegten, rein getrockneten Tomaten. Das Ganze 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Ich mache mal einen Deckel noch drauf, das wäre wichtig. So, da kommen jetzt 500 Gramm Wasser rein, 500 Milliliter, ich weiß, ne? Aber 500 Gramm, ich nehme immer die Grammanzeige, weil das in unserem Kessel ja auch so angezeigt wird. Vorher mache ich das hier noch so ein bisschen runter, hat sich etwas nach oben geschoben. Tomatenmark kommt ebenfalls rein, das sind 50 Gramm. Das ist auch sowas, das habe ich immer im Kühlschrank, Tomatenmark. Das ist ein Phänomen, ich weiß auch nicht. Also das braucht man auch so wahnsinnig oft. Gibt es irgendjemanden von euch, der keinen Tomatenmark standardmäßig zu Hause im Kühlschrank hat? Also wenn ich irgendwas, also Senf geht aus, aber Tomatenmark habe ich immer. Was ich auch immer zu Hause habe, ist unsere selbstgemachte Gemüsebrühepaste, ja, unseren Suppengrundstock. Davon machen wir jetzt 2 gute Teelöffel hier rein. Zur Not kann man nachher auch noch nachwürzen, weil der Couscous, der saugt ja doch schon ein bisschen auf. So, dann noch ein wenig Pfeffer, so ein halber Teelöffel, dürfte reichen. Wie gesagt, zur Not nachher dann nochmal nachwürzen. Und den Deckel drauf. Jetzt erhitzen wir das auf 100 Grad, 5 Minuten, und zwar in Stufe 1 und lassen dabei langsam den Couscous oben rein laufen, dass der immer quasi so vom Wasser aufgesaugt wird. Ja? So, auf geht's. So, kann man ja hier oben einfach einfüllen, immer gucken. Ich glaube, ich mache mal Stufe 2, dann geht's ein bisschen flotter. Ja, besser. Genau. So, nach und nach, zack, alles drin jetzt. So, das hat jetzt nicht gekocht, ist auch jetzt nicht auf 100 Grad gegangen. Ich habe nochmal auf der Packung nachgeschaut, Couscous muss ja auch nicht kochen. Ne? Das stand drauf, 5 bis 10 Minuten quellen lassen. Bevor ich da jetzt irgendwie was mache, probiere ich das mal, ob das jetzt auch wirklich alles so ist, wie es sein soll. Ja, dass das nicht zu hart ist, aber die Form ist perfekt. Mmh. Boah, das schmeckt auch richtig gut. Mmh. Vor allen Dingen, wenn man so Hunger hat wie ich heute. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Das ist etwas, was ich mir angewöhnt habe. Vorm Wunderkessel nichts zu essen. Weil hier gibt es immer gutes Essen. Mmh. Herrlich. Nee, schmeckt super. Das Ganze jetzt in eine Schüssel. Leute, das kennen wir alle, aber das muss ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe einen Teigtwister. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob man das auch benutzen kann für Couscous, ja, der ja bekanntlich kein Teig ist. Ja. Das setzt man einfach hier hinten drauf und dann dreht man und dann müsste das eigentlich alles rausfallen. Ha, großartig. Ja, zumindest das, was am Messer ist. Ne? Außenrum natürlich nicht. Dafür haben wir unseren, wie heißt das hier, Spatelschieber. Ja? Aber dieser Teig-Twister, das ist eine coole Sache. Wenn man da wirklich den Teig mit rausbekommt, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt
gemacht, wenn wir irgendwie gebacken haben, auch Hefeteig und sowas. Und die bekommt ihr genauso wie auch diesen wunderbaren Silikonschaber, mit dem man wirklich echt alle Reste rausbekommt, in unserem Wunderkessel-Shop. Da könnt ihr mal reinschauen. Da haben wir noch ganz viele tolle andere Gimmicks rund um den Thermomix. Ja. Erstaunlich, was es da alles gibt, muss ich sagen. So, unser Couscous. Das Ganze vermischen wir jetzt mit den Tomaten. Kann ich eigentlich auch mit dem Schaber machen. Ja, muss man nicht zwei Sachen irgendwie dreckig machen. Und wie gesagt, entweder heiß servieren, ja, oder auch kalt werden lassen. Dann wird es natürlich hart, ne? Also gehe ich mal davon aus. Aber Couscous-Salat ist ja immer so ein bisschen eigen. Ja. Ja, das war's schon. Ja. Es ist fast enttäuschend, dass ich schon fertig bin. Das war wirklich, das war ja jetzt nichts. Wie lange hat das jetzt gedauert? 10 Minuten? 12 Minuten? Keine Ahnung. Jetzt muss es nur noch schmecken. Aber ich habe ja eben schon geschmeckt, also abgeschmeckt. Schauen wir mal, das jetzt mit den Tomaten so und gleich noch so ein Stück von der getrockneten Tomate mit dabei. Ja, ist super. Kann ich gerade noch einen Löffel essen. Ich habe echt Hunger jetzt. Hier ist wirklich gut. Ja. Nee, echt super. Perfekte Beilage, ne? Zum Beispiel auch für Gegrilltes oder so, kann ich mir das super vorstellen. Oder zum Curry halt. Verliere ich gar keine großen Worte mehr drüber. Das geht direkt jetzt mit nach Hause. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.